Nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise durch die digitale Souveränität, die ja, ja durchaus, durchaus spannend ist, sehr intensiv diskutiert wird. Seit den, ja, ich würde sagen, seit den letzten 5 Jahren hat es einfach massiv an Bedeutung zugenommen. Deswegen möchte ich es auch ganz kurz beginnen, eigentlich mit einem sehr persönlichen Einstieg. Und zwar ist so, ich habe als Jugendlicher mitbekommen, so live vor dem TV-Bildschirm, wie die Mauer gefallen ist. Und ich war immer schon in Geschichte interessiert und an demokratischen Prozessen und an Menschenrechte und die Werte, die dahinter stehen. Und in meiner naiven, damals, in meiner Naivität, in meiner jugendlichen Naivität, Hypothesen aufgestellt, dass das in der Kombination mit der Internettechnologie, wo schon absehbar war, dass sie eine große Rolle spielen kann, dass sie Zugang zu Wissen, Kommunikation, weltweite Kommunikation sicherstellen kann, dass darüber dann auch diese positiven demokratischen Werte transportiert werden und wir letztendlich dann auf Basis auch der damals durchaus frei verfügbaren Dienste dann ja eine demokratische, die Demokratie einen Siegeszug ansetzen wird. Heute sind wir angekommen in einer Welt, wo wir sehen, meine Annahme war, ja, war naiv, ist nicht ganz so gekommen, ganz anders, sogar so schlimm, dass wir mit diesen Szenarien, die wir jetzt gerade erleben, nicht gerechnet hätten. Also ich habe keinen Beitrag, keine Stellungnahme dazu gelesen, die in irgendeiner Art und Weise dieses Szenario gezeichnet hätte vor 5 Jahren. Das hat sich auch in einem anderen Bereich und Katrin Suder hat es auch bereits angesprochen. Wir haben im Internetbereich, wo wir gedacht haben und davon ausgegangen sind, dass diese frei verfügbaren Dienste, dass die immer da sein werden und dass die immer frei zur Verfügung stehen, weil die Technologie nichts kostet. Aber das ist natürlich eine massive Fehlannahme. Technologie kostet natürlich Geld im Betrieb, auch in der Erstellung. So, und da ist no free lunch. Ein bekannter Spruch und auch Konzepte und Theorien, die dahinter stehen, der ist no free lunch. Und letztendlich hat irgendwann auch die Kommerzialisierung dieser Dienste begonnen. Und mit der immer stärkeren Nutzung haben sich dann auch in einem dezentralen, fast ein Paradoxon, in einem dezentralen Netzwerk dann ganz, ganz zentrale Punkte herausgearbeitet, die heute sehr bestimmend auch gerade in Demokratien Rollen eingenommen haben, wo man darüber diskutieren kann, ob das nicht ein öffentlicher Raum ist, also ein öffentlicher Raum, der durch Private betrieben wird. Kann das sein? Also wir erleben jetzt gerade, glaube ich, hochspannende Diskussionen, die wir vor 10 Jahren unter Umständen in der Bedeutung noch nicht gesehen haben. Wir haben aber auch erlebt, dass nicht der Frieden, wie in meiner naiven jugendlichen Vorstellung, nicht der Friede gekommen ist. Wir haben dann erlebt die asymmetrischen Kriege, die wiederum die Legitimität gebracht haben für staatliche Überwachung und eigentlich Überwachungsstaaten innerhalb von Demokratien geschaffen haben. Nicht nur die Legitimität, auch die Legalität, die dann nachgezogen wurde, im Fall der NSA beispielsweise. Mit Snowden hatten wir so ein ganz kurzes Blitzlicht, wie es denn da drinnen ausschaut. Jetzt haben wir schon lange kein Blitzlicht gesehen. Wir wollen uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, was inzwischen, welche Technologien und welche Maßnahmen inzwischen weiterentwickelt worden sind seit den Snowden-Enthüllungen. Und das alles verknüpft sich jetzt noch mit dieser geopolitischen Herausforderung, der wir stehen, wo Cybercrime teilweise ja nicht mehr abgrenzbar ist zu Cyberwar oder wo ist es eigentlich der Staat und wo sind es tatsächlich kriminelle Tätigkeiten. Und das alles führt dazu, dass wir irgendwie die Kommerzialisierung der Nutzerinnendaten sehen, wie die staatliche Überwachung zunimmt, selbst in demokratischen Staaten. Das führt zu Vertrauensverlust. Das führt zu Vertrauensverlust in digitale Systeme, bei Individuen, bei Gesellschaften, bei Nationen. Und Vertrauensverlust bringt einem automatisch zu einem Kontrollreflex, nicht? Also wenn ich in etwas kein Vertrauen mehr habe, Vertrauen ist so die Basis der menschlichen Interaktion. Wenn ich das Vertrauen zu etwas verliere, dann muss ich viel Aufwand, weil Kontrolle bedeutet auch Aufwand, dann muss ich natürlich viel Aufwand in die Kontrolle hineinlegen. Und das ist so ein Phänomen, das wir auf der einen Seite erleben. Und das zweite Phänomen ist eher jetzt nicht so negativ konnotiert, sondern das ist einfach die Virtualisierung, die Cloudifizierung, die Cloudification,
wo wir sehen, dass sich die Technologien weiterentwickeln und dass wir mit Cloud-Systemen, die sehr stark, also in der Kombination immer wieder auch mit Internettechnologien verknüpft werden, dass Internet- und Cloud-Dienste zu fundamentalen Infrastrukturen der Gesellschaften werden, die uns aber auch ermöglichen, Dinge zu tun in einer Skalierbarkeit und in einer Ressourcennutzung, wie das vor 2 Jahrzehnten nicht denkbar gewesen wäre. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die durchaus positive Aspekte hat, aber natürlich auch große Herausforderungen, weil wie gehen wir mit dieser Art von Infrastruktur um, die ich nicht mehr territorial begrenzen kann, die ich nicht mehr in meinem On-Premise-Rechenzentrum festmachen kann, also wo die Daten und die Services zu fließen beginnen. Und all diese beiden Herausforderungen, die haben letztendlich dazu geführt, dass die Debatte rund um digitale Souveränität so an Fahrt aufgenommen haben in den letzten Jahren und uns sicher auch noch über die nächsten Jahre begleiten wird, auch weil es letztendlich ein schwer greifbares Konzept ist und sehr stark davon abhängt, mit welchen Werteinstellungen man auf die unterschiedlichen Begriffe tatsächlich auch blickt. Das heißt, wir haben das Gefühl der unzureichenden Kontrolle, der Verfügungsgewalt, sehen hier auch noch mit einem Grenze das Parlament geschützt. Das wäre so der Schutz eines Orts. Wie funktioniert das? Wie lässt sich das verbinden mit Digitalität? Weil digitale Services sind nicht mehr an einem Ort. Sie sind global verteilt. Die Services als auch die Daten. Und das Digitale ist halt schwer an einem Ort festzumachen. Es ist nicht physisch, es ist im Fluss, wie wir das gerade erlebt haben, im positiven Sinn, aber auch natürlich jetzt, es stößt somit auf unseren Zugang, wie wir Absicherungen vornehmen, in Nationalstaaten über Grenzen und die Digitalisierung lässt sich halt schwer eingrenzen. Und das führt immer wieder zu der Schwierigkeit, wie wir dieses Thema greifen. Und das sind letztendlich dann technische und auch nicht technische Schmerzpunkte. Dass das Thema in der Politik angekommen ist, Kollege Hünemann hat es angesprochen, im Digitalrat war es nicht das zentrale Thema, aber es wurde immer wieder diskutiert. Ich habe auch das einen oder anderen Aspekt mitgenommen, den ich dann mit Ihnen teilen möchte. Und letztendlich hat sich die Kanzlerin mit einer Definition auch zu Wort gemeldet. Und wir werden dann gleich sehen, dass sich das ziemlich stark mit auch den anderen bestehenden gängigen Definitionen deckt, nämlich digitale Souveränität ist nicht Protektionismus, also mit Autonomie und Autarkie wird es nicht funktionieren, aber es ist die Fähigkeit, sowohl für Individuen als auch von Personen, als auch Gesellschaften, diese digitale Transformation selbstbestimmt gestalten zu können. Und hier sehen wir, dass damit auch diese digitale Transformation sehr stark verbunden ist und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden auch durch die anderen Definitionen, wenn wir ACADEC heranziehen, die ebenfalls dazu eine Publikation vor 1,5 Jahren veröffentlicht haben, Fähigkeiten von Individuen, Unternehmen, Politik frei zu entscheiden, wie nach welchen Prioritäten die digitale Transformation gestaltet werden soll. Also dieses frei zu entscheiden, aber wir sehen auch an dieser Definition, wie schwer greifbar das ist. Nicht allein für digitale Transformation haben wir unterschiedliche Bilder und Definitionen. Was bedeutet frei zu entscheiden? Wie kann man das eigentlich festmachen? Wie kann man es konkretisieren? Wie kann man es operationalisieren? Ebenso beim BMWI, da ist es ein bisschen anders gelagert. Hier ist es die unabhängige Selbstbestimmung in Bezug auf die Nutzung und Gestaltung digitaler Systeme. Also da sieht man schon, die haben mehr die Wirtschaft, das Unternehmen im Blickwinkel und die darin erzeugten, also die vielleicht in Cloud-Systemen erzeugten Daten und abgebildeten Prozesse, dass da die Hoheit nicht verloren geht. Also das ist der Blickwinkel stärker aus der Wirtschaft herausgetrieben und seitens des Kompetenzzentrums öffentliche IT, ÖFIT, wir haben es dann definiert mit der Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher auszuüben. Wir sehen eine große Ähnlichkeit bei den Definitionen. Digitale Transformation zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch, die Selbstbestimmtheit. Die Frage ist nur, wie kann man das jetzt, wie kann man das Ganze operationalisieren? Ein Zugang von Meyer Schönberger, den ich noch mit Ihnen teilen möchte, den wir auch im Digitalrat diskutiert haben mit der Regierung, ist die digitale Souveränität, die Fähigkeit, die uns als Individuen und Gesellschaft erlauben, frei zu entscheiden, also wiederum dieses frei zu entscheiden, digitale Transformation und Prioritäten, da könnte man auch Werte hinschreiben und unsere Prioritäten, das dann in die Gestaltung zu bringen.
Und hier ist aber eine schöne Differenzierung, deswegen wollte ich diese auch mit Ihnen teilen, nämlich wir haben einerseits die Kompetenzen, also dass wir mit den vorhandenen Technologien tatsächlich auch umgehen können, also dass wir eine Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit haben der vorhandenen Technologien, unabhängig davon, ob wir die bis in die Tiefe kontrollieren können. Also diese Kompetenz als ganz wesentliches Element und auch die Technologie, aber da durchaus mit dem kritischen Blick, in welchen Bereichen müssen wir die Technologie tatsächlich mit einer hohen Fertigungstiefe kontrollieren können oder auch nicht. Da kommen wir dann ganz am Ende auch noch einmal zu diesem Punkt. Und Katrin Suder hat es auch angesprochen, dass digitale Souveränität etwas ist, was nicht aus einem Nationalstaat heraus gestaltet werden kann, sondern vor allem eine europäische Aufgabenstellung ist über die unterschiedlichen Maßnahmen. So, damit vom Überblick hin zum Bereich der Souveränitätsdimensionen für den öffentlichen Verwaltung. Und hier sind die folgenden Ausführungen und auch Darstellungen basierend auf unserer Publikation, die Reza Mohamed K. und Basanta Tapa verantwortet haben, mit vielen Qualitätsschleifen natürlich innerhalb unseres Forschungsteams. Aber ja, da jetzt der Einblick, wie können wir es unter Umständen vielleicht zumindest versuchen, ein bisschen zu operationalisieren. Da Sie in dieser Publikation immer wieder auch die strategische Autonomie im Digitalen vorfinden und wir ja gerade auch von Katrin Suder gehört haben, es kann nicht sein, dass man Autonomie erreicht. Hier ist ein bisschen ein Wortspiel. Strategische Autonomie im Sinne von wiederum Handlungsfähigkeit herzustellen. Also das ist hier der Zugang, also strategische Autonomie im Digitalen bedeutet, wieder selbst Prioritäten setzen zu können, diese aber dann auch in Umsetzung zu bringen und die Abhängigkeiten oder Interdependenzen auch managen zu können. Also sind hier die zwei Aspekte. Es ist schon angesprochen worden oder findet sich auch fast in allen Publikationen, dass sich digitale Souveränität, um es irgendwie greifbar zu machen, vielfach an den Technologiekomponenten orientiert. Falls Sie jetzt irgendwie versuchen, das ins Rose-Schichten-Modell zu bringen, haben wir auch versucht. Wir haben es ganz bewusst nicht gemacht. Daher, das ist nicht sortiert, weil die Abgrenzung eigentlich kaum noch machbar ist. Die Dinge sind ineinander teilweise so stark verwoben, dass man sie den OSI-Schichtmodell nicht mehr also wirklich präzise zuordnen kann. Sprechen wir hier vom Technologiebündel. Aber die groben Elemente, die immer wieder zur Diskussion stehen, sind natürlich die Hardware, auf welcher die Software läuft, wo Daten verarbeitet werden können und die Netzwerke, die wiederum die unterschiedlichen Elemente miteinander verbinden und den Datenaustausch oder Datenfluss ermöglichen. Und in vielen Fällen spiegelt sich das dann auch wieder, dass es in Plattformtechnologien angeboten wird. So, dieser Teil, der findet sich oft. Auf dieser Folie sehen wir jetzt, dass wir jetzt in die öffentliche Welt, in die öffentliche Verwaltung eintauchen, wo wir jetzt den Prozess der öffentlichen Leistungserbringung aufspannen, von der Eingabe zur Bearbeitung zur Ausgabe. Also das ist jetzt nicht quasi die technische Sichtweise Eingabe, Bearbeitung, Ausgabe, sondern sich da ruhig einen Verwaltungsprozess vorstellen, der darüber läuft. Also wir haben hier mal den Verwaltungsprozess aufgespannt mit den technologischen Komponenten und natürlich jetzt auch noch, also damit steigt schon die Komplexität ein wenig und wenn jetzt dann noch andere weitere Behörden beteiligt sind, dann ist es vielfach gar nicht mehr möglich, dort unter Umständen tatsächlich auch die Analyse vorzunehmen, sondern wäre nur noch gemeinschaftlich möglich, um überhaupt festzustellen, an welchem Verfahrensschritt sind welche technische Komponenten tatsächlich auch im Einsatz. Damit der Komplexität nicht genug, nachdem ja digitale Souveränität, wie schon an den Definitionen zu sehen war, eher weniger eine Definition eines exakten Feldes ist, sondern vielmehr eigentlich den Diskussionsprozess abbildet, in dem wir uns gerade befinden, haben wir aber irgendwie versuchen müssen, es festzumachen. Wir haben uns in dem Fall an VDI orientiert, die das über den Wertschöpfungsprozess dargestellt haben, nämlich von der Wissenssouveränität. Also ich habe zumindest ein Grundwissen über die Technologien, über deren Möglichkeiten, aber auch deren Limitationen unter Umständen, die ich dann versuche auszugleichen mit Forschung. Das heißt, wir werden schon im nächsten Schritt der Forschungssouveränität, der Entwicklungssouveränität, Produktionssouveränität, Betriebssouveränität.
aufbauend auf dem dann wiederum, dass ich diese Dinge dann auch in die Nutzung bringe und zum Abschluss der Wertschöpfungskette auch noch die Transparenz darüber behalten kann. Also wir sehen, damit steigt die Komplexität jetzt, haben wir noch eine Dimension hinzugefügt und sehen jetzt auf der nächsten Folie, das könnte man dann so aufspannen wie hier über ein Matrix, dass man einen ganz spezifischen Punkt herausgreift in einem Verwaltungsverfahren und den dann im Detail analysiert. Wird man wahrscheinlich nicht für alle Punkte machen können, wird dann eine gewisse Vorselektion geben, also wo sind vielleicht so kritische Punkte, die ich näher analysieren möchte. In dem Fall kann ich dann, wenn ich den identifiziert habe, dann auf der Y-Achse über die Technologiekomponenten gehen und über die X-Achse die unterschiedlichen Souveränitätsbereiche oder auch Souveränität kann man sich dann vorstellen, welche Kompetenzen sind vorhanden, welche Ressourcen sind vorhanden. Weil die Kompetenz alleine reicht ja nicht. Die muss ja auch ausreichend Ressourcen haben. Ganz wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit dem öffentlichen Sektor, dass wir natürlich eine ganz große, also dass wir einen weiterhin steigenden Mangel an IT-Fachkräften haben. Das heißt, es ist nicht nur, habe ich die Kompetenz, sondern habe ich sie auch in einem ausreichenden Ausmaß, um das tatsächlich dann auch bedienen zu können. Das wäre die Ist-Analyse. Aufbauend auf dieser Ist-Analyse folgt dann die Soll-Analyse der strategischen Autonomie, wo im ersten Schritt, und das ist fast schon das Schwierigste, nämlich die strategische Relevanz eines Produkts oder einer Dienstleistung. Weil wenn wir in die Debatte der digitalen Souveränität hineintauchen, vor allem im Dachraum, hat man irgendwie fast das Gefühl, dass alle Produkte und Dienstleistungen eine hohe strategische Relevanz haben. Was vielleicht auch damit begründet ist, dass der Staat ja insgesamt auch eine gewisse Gewährleistungspflicht hat und wir tendenziell daher alle Elemente als strategisch hochrelevant einordnen. Das passiert in der Wirtschaft nicht. In der Wirtschaft ist man hier viel, viel kritischer. Weil ich natürlich ein wesentlich deutlichere auch Kostenabschätzung machen muss und daher vielleicht in eine kritischere Analyse gehe, was ist denn tatsächlich strategisch relevant oder nicht. Das wäre Schritt 1. Wenn das Produkt quasi gewählt ist, dann kommt man in die Detailanalyse, nämlich prozedurale Relevanz der technischen Komponente in der Erstellung einer öffentlichen Leistung. Also ist es nur eine Zusatzfunktion oder ist es eine Schlüsselfunktion? Also das kann dann schon Orientierung geben, dieser erste Schritt. Wenn es eine Schlüsselfunktion ist, dann muss ich natürlich ja, etwas genauer prüfen. Die Spezifität, das wäre, inwiefern ist das, kann das standardisiert oder ist es ein Standard oder ist es kein Standard? Bei keinem Standard wird natürlich, steigt der Aufwand und am Ende natürlich auch noch die Abwägung der Wirtschaftlichkeit mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, aber auch, habe ich überhaupt die Gestaltungsoptionen? Wiederum das Stichwort, das, glaube ich, für den Diskurs wichtig ist, habe ich die vorhandenen IT-Fachkräfte, die das dann auch dementsprechend gestalten können. Das wäre jetzt mal die Ist- und die Soll-Analyse, wie kann man das jetzt noch einmal vielleicht stärker noch in eine Operationalisierung bringen und hier vielleicht an einem einfacheren Modell, aber reduziert an den beiden Punkten, von den drei Punkten jetzt reduziert auf zwei, nämlich einmal auf der X-Achse die strategische Relevanz und auf der Y-Achse die Spezifität. Und wenn wir hier die Leistungen verorten, dann und wir haben eine geringe strategische Relevanz dann und auch eine tiefe Spezifität, dann würde das eigentlich bedeuten Auslagerung und Fremdbenutzung. Und nicht, und das da wird es, wenn im Diskurs habe ich das selten gehört, dass es einen Fremdbezug geben soll oder eine Auslagerung geben soll. Also das kommt so gut wie nicht im Diskurs. Oder kommt selten im Diskurs vor, noch weniger kommt vor. Wir haben eine tiefe strategische Relevanz und eine hohe Spezifität. Das würde überhaupt zu Leistungsabbau oder Fremdbezug führen. Währenddessen der Diskurs spielt sich eigentlich immer, also fast fortlaufend ab im Bereich hoch, also strategisch hohe Relevanz und hohe Spezifität, heißt Eigenerstellung. Und vielleicht ist das, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, einer der Gründe, warum es so viel
Eigenerstellung im, durchaus im, im öffentlichen, im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Sektor gibt und vielfach wenig auf Standard, auf Standards zurückgegriffen wird. Man kann natürlich jetzt unterschiedliche Gründe suchen, nicht? Das kann der Föderalismus kann dafür angeführt werden. Es kann durchaus die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind sehr komplex, nicht? Also die komplexer als vergleichbar als beispielsweise mit angloamerikanischen Gesetzen. Wir haben halt ein sehr komplexes Verwaltungsrecht und das lässt sich dann nur mit hohem Aufwand natürlich digital abbilden. Also das sind schon auch Punkte, die das antreiben. Aber letztendlich, glaube ich, muss man deswegen vielleicht noch sogar viel, viel stärker dagegen halten, um auch Dinge im Bereich der Auslagerung und des Fremdbezugs einordnen zu können. Die Frage, wie erstelle ich es, da hat der Staat durchaus ganz unterschiedliche Zugänge. Nicht? Er kann Eigenerstellung über die jeweiligen Partner, die Rechenzentren, kann über den Non-Profit-Bereich gehen, über die freie Wirtschaft gehen, kann aber auch über Crowdsourcing gehen oder Mischformen davon. Also da hat der Staat durchaus viel Erfahrung auch im bisherigen Bereich und vielleicht kann man das noch viel, viel stärker auch auf den IT-Bereich finden, dass man überlegen, dass man dass auch hier eine Vielfalt entsteht. Weil letztendlich Vielfalt am Ende mit, also Standardisierung in Kombination mit Vielfalt, und das ist ein bisschen das Paradoxon, das wir immer wieder im Kopf haben, dass Standardisierung nicht verbunden wird mit Vielfalt, aber Standardisierung als Basis kann oft dienlich sein, um darauf dann vielfältige Lösungen bauen zu können. Wenn wir das auf den Diskursbereich, der wohl am stärksten diskutiert wird, wie setzen wir Cloud ein, Public- und Private-Cloud-Nutzung, wenn wir vielleicht links beginnen, bevor wir auf die Tabelle gehen, die Private-Cloud wäre so eine typische Auslagerung und ein Fremdbezug. Die Public-Cloud. Die Private Cloud, die wäre etwas, die so in Eigenerstellung und also bewegt sich zwischen C und A. Da bewegt sich aktuell ja auch der Diskurs, dass man durchaus auch mit Unternehmen verhandelt, ob es nicht Modelle gibt, wo eine höhere Kontrolle hergestellt werden kann, wo es vielleicht auch eine Mitverantwortung gibt, also so eine Mischform zwischen Eigenerstellung und Auslagerung. Und das dritte Element, was bei Cloud natürlich auch hochspannend ist, wäre eine zusätzliche Regulierung, die durchaus naheliegend wäre. Wir haben am Anfang kurz angesprochen, die Cloud-Infrastrukturen und auch die Internet und auch Internetdienste bekommen eine immer größere Bedeutung, sind aber relativ, also im Vergleich zu anderen kritischen Infrastrukturen, noch gering reguliert. Und also sehen wir ja aktuell mit Diskussionen rund um Gasspeicher oder Telekom-Infrastruktur. Währenddessen die Infrastrukturen, die für die Basis eigentlich unserer heutigen Dienste verantwortlich sind, also die Cloud-Infrastrukturen, bisher da noch nicht reguliert sind und das daher dann eine Kombination sein kann. Das heißt, beginnen, und das wäre jetzt so das ein Modell, wie man sich dem Ganzen annähern kann auf der rechten Seite, also durchaus jetzt im Hier und Jetzt, hätte man vielleicht auch schon vor 5 Jahren oder andere Länder haben das auch schon gemacht, mal zu starten, mit Diensten, die bei Diensten, die strategisch vielleicht nicht bei wirklich kritisch einzuordnen sind, sondern wo man durchaus verantworten kann, dass sie auf einer Public Cloud im Einsatz sind, um dort Erfahrung zu sammeln, um damit auch eine Standardisierung herbeizuführen, weil Cloud-Infrastruktur auch immer genutzt werden kann zur eigenen Standardisierung. Und eigene Standardisierung unterstützt dann in weiterer Folge auch in der Kooperationsform zwischen den öffentlichen Einheiten und Behörden. Und es lindert auch das Problem, das angesprochene Fachkräfteproblem, IT-Fachkräfteproblem, weil die vorhandenen Ressourcen sich dann vor allem auf das Design der Services konzentrieren können und nicht die Grundlage des Betriebs, also der Server- und Infrastrukturlandschaft auch noch kümmern müssen. Dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, ist mir natürlich völlig klar, aber man kann natürlich, könnte über diese freien Ressourcen dann in die Entwicklung eine Allokation machen. Der zweite Bereich wäre der Förderung und Aufbau von europäischen. Das ist eine mittelfristig sicher eine sehr vielversprechende Strategie, ist aber mittelfristig anzusetzen. Das ist nichts, was ich von einem Tag auf den anderen umsetzen kann. Wird sicher dann auch zur Stärkung des europäischen Raums führen.
Und das dritte Element schon angesprochen wäre dann parallel dazu, das muss auch nicht vorab sein, sondern Regulierung ist durchaus etwas, was man auch erst danach zieht, wenn man die dementsprechenden Erfahrungen gemacht hat, weil dann auch die Regulierung vielleicht etwas treffsicherer ist, weil es vielfach ja gerade im Dachraum an den Erfahrungswerten mit dem Umgang von Cloud-Infrastrukturen vielfach fehlt. Also das wäre jetzt so an, glaube ich, an dem Beispiel aufgespannt, wie man sich mit diesem Quadrantensystem durchaus nähern kann. Zusätzlich gibt es noch die unterschiedlichen Formen, die der Staat einfach hat, um zu regulieren, also das wäre oder um Anreize zu setzen. Also das wäre die Überzeugung, das wäre die unterste Zeile in der rechten Tabelle, Überzeugung, Anreize zu setzen, Appelle, Empfehlungen, Strukturierung ist auch noch so im Anreizsystem und dann schon die etwas intensiveren Werkzeuge, die Finanzierung. Hier vor allem möchte ich den Einkauf herausstreichen und vor allem die Vergabe, dass wir hier ebenfalls hohe Potenziale haben, gerade im Mittelstand, die allerdings in der Regel nicht in IT-Rahmenverträgen wiederzufinden sind. Das hat UK mal anders gelöst. Also die haben versucht, über IT-Rahmenverträge vor allem auch KMUs und mittlere Unternehmen mit zu umfassen, um auf die immer wieder auch kurzfristig zugreifen zu können, sodass Ökosysteme entstehen können. Und letzter Schritt wäre natürlich dann die harte regulative Politik, die etwas auch mehr Zeit braucht, Finanzierung, wenn man das jetzt wieder herunter anreizen kann ich jetzt, strukturieren kann ich jetzt und den Einkauf bzw. Vergabeprozesse umstellen und adaptieren, dass die kleineren Unternehmen auch in solche Rahmenverträge kommen können. Das kann ich durchaus bereits jetzt vornehmen. Das wäre so ein Teil, um eine Operationalisierung vorzunehmen. Ein zweiter Teil wäre, auf die Prozesse und die Technologien zu schauen. Wie schon angesprochen, es ist vielleicht nicht alles hoch und es ist vielleicht auch nicht alles ganz spezifisch. Also die Spezifität, die vielleicht angenommen wird, ist gar nicht vorhanden. Vielleicht kann man es über einfache Art und Weise auch beim Prozess schon standardisieren. Und Prozesse standardisieren hat ja auch schon eine lange Tradition, auch in Deutschland, die Prozessdatenbanken. Also die Ansätze, den Prozess vom Anfang bis zum Ende durchzustandardisieren, da sind wir, glaube ich, alle zum gemeinsamen Erkenntnis gekommen, dass das nicht funktioniert hat. Also die Prozessdatenbanken waren eigentlich schneller veraltet, als sie abgeschlossen waren. Aber eine andere Art, Prozesse zu definieren, wäre die Eingabe und die Ausgabe. Also was dazwischen passiert, das ist unabhängig. Das obliegt den jeweiligen Organisationen, aber nur die Eingaben und die Ausgaben zu standardisieren, um an den Schnittstellen dann die Datenübergabepunkte zu machen. Und die kann ich dann, wenn ich es gut designt habe, auch asynchron halten. Das heißt, dass ich in wenig Abhängigkeiten komme. Wenn das gelingt, dann hätten wir hier eine Reduzierung der Abhängigkeit auch durch technische Standardisierung, weil so eine organisatorische Prozessstandardisierung ich gut kombinieren kann, auch mit einer technischen Schnittstellenstandardisierung. Das wiederum ermöglicht mir die Etablierung von Shared Services und darüber kann ich wiederum über Shared Services und Schnittstellendefinitionen dann auch die Gewährleistung von asynchronen, teilautomatisierten Datenflüssen herstellen. Und das ist ein Punkt, ist natürlich auf einer sehr abstrakten Ebene jetzt dargestellt, aber über welche man, glaube ich, viel Potenzial hat, also und man ist gleich, sind die Landesregierungen, sind die Ministerien, sind die Landesministerien, sind die Kommunen. Auf der technologischen Seite, also da waren schon auf der linken Seite natürlich einige technologische Elemente drinnen, aber auf der technologischen Seite hier könnte über die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen die Etablierung von Shared IT-Services forciert werden, weil wir auf der Basis von Cloud-Infrastrukturen schon eine hohe Standardisierung einfach vorgegeben haben. Und damit auch eine Erhöhung der Sicherheit, aber auch einer Minimierung des Ausfallsrisikos, weil ich natürlich Cloud-Infrastrukturen leichter auch miteinander kombinieren kann und in ausfallsichere Systeme bringen kann, wenn wir denn mal beginnen, Public und Private Clouds dementsprechend auch im Einsatz zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Wenn Sie sich erinnern, wo ich gesagt habe, der Kreis rund um das Parlament, dass diese Art von Sicherung in der digitalen Welt nicht funktioniert. Also die Art der territorialen Sicherung eignet sich nicht
oder nur zu einem kleineren Ausmaß für eine digitale Welt. Hier müssen wir viel stärker auf die Flüsse, also from places to flows. Wenn wir an Manuel Castell denken, dann wäre es genau diese Fokussierung auf die Sicherung der Datenflüsse und weniger der Places. Das heißt, Datenflüsse zwischen den Organisationen, Behörden und zwischen den unterschiedlichen Systemen, die immer wieder durchlaufen werden von On-Premise über Public und Private Clouds. Damit wäre ich bei einem Bild, womit ich den Teil des öffentlichen Sektors an der Stelle jetzt abschließen würde, wo man sieht, wie diese Dinge ineinander wachsen können. Also einerseits dieser Multicloud-Ansatz, den ich schon angesprochen habe, der damit auch ein wesentlicher Beitrag für digitale Souveränität ist, weil in diesen Umgebungen auch wiederum gute Kooperation auch mit Unternehmen, mit KMUs entstehen kann. Also die sogenannte GovTech-Initiativen hätten hier gute Anknüpfungspunkte, weil sie ebenfalls auf Cloud-Infrastrukturen in aller Regel arbeiten und somit die Adaption auf dann wesentlich einfacher und schneller vorzunehmen wären. Wir könnten dann über dezentral verteilte Infrastrukturen, wir brauchen nicht ein großes Rechenzentrum, aber wir brauchen vielleicht verteilte, auch mit unterschiedlichen Aufgaben, Rollenverteilungen, auch mit unterschiedlich von Public bis Private, also auch von den Mitspielern der bestehenden Rechenzentren, die im Eigentum des Bundes oder der Länder sind, aber eben auch im engen Zusammenspiel mit Unternehmen, weil wir dann eine noch stärkere Vernetzung haben, noch stärkere Datenflüsse haben, da vor allem den Fokus auf die Sicherheit der Datenflüsse legen und auf dem aufbauend dann die Shared Services vorantreiben, die, glaube ich, dringend notwendig sind in vielen, vielen Bereichen, um damit eine hohe Verbreitung zu erreichen, im IAD-Bereich, im Zustellungsbereich, im Video- und Chat-Bereich, im Registerbereich. Register ist vielleicht nicht als Shared Service, aber als Registerlandschaft, wo wir Gott sei Dank das Registermodernisierungsgesetz jetzt haben, wo dann Register entstehen, die wiederum eine gute Schnittstellen für Shared Services anbieten können oder vielleicht sogar teilweise selbst Shared Services beinhalten. Also über all diese Punkte gilt es dann nachzudenken. Und auf dieser technologischen Basis, da kann dann auch die Verwaltungskultur sich nochmal angepasst werden. Ja, das wäre der Flug durch die digitale Souveränität des öffentlichen Sektors. Und ich steige jetzt wieder ein bisschen nach oben auf die Ebene, weil das immer wieder auch im Diskurs sehr, sehr schnell und sehr, sehr gerne auch vermischt wird, digitale Souveränität von Schlüsseltechnologien. Und hier wiederum der Verweis auf Viktor Meyer-Schönberger, der das, glaube ich, sehr, sehr sauber auseinander ziseliert hat. Wir gehen von der grundsätzlichen Prämisse aus, dass Technologien, die vorhanden sind, bestmöglich eingesetzt werden sollen. Also die geeignete Technologie soll zum Einsatz kommen. Außer es gibt ein hohes Schutzbedürfnis oder es ist etwas, wo wir den Einfluss sicherstellen müssen. Und das knüpft jetzt an den Dingen an, die Katrin Suder zuerst auch angesprochen hat. Und der erste Punkt ist der Schutz. Also wo haben wir tatsächlich systemische Schwachstellen? Und die müssen wir finden oder wo könnten wir in Zukunft systemische Schwachstellen haben, um dort die Technologien sicherzustellen, dass wir unmittelbar darauf zugreifen können. Und hier müssen wir defensiv und absichernd vorgehen. Das typische Beispiel, das hier viel diskutiert wird, ist die Quantenkryptographie. Also das wäre der Schutzaspekt. Der strategische Aspekt wäre der Einfluss. Und das ist das Element, wo Katrin Suder mehrfach gesagt hat, dieses am Tisch sitzen. Wir müssen irgendwo Weltspitze sein. So wie wir jetzt Weltspitze sind im Produktionsbereich, muss es Industrial IoT wahrscheinlich sein oder werden, wo Deutschland, wo der Dachraum Weltspitze ist, um am Tisch zu sitzen, um mitverhandeln zu können, um etwas zu haben, was die anderen nicht haben. Und hier dieses ganz auf diese Elemente dann auch die Förder- und Investitionspolitik auszurichten, also nicht breit, sondern hier sehr gezielt vorgehen, um das konkrete Wissen, um die kommerzielle und die Fähigkeiten auch die Kommerzialisierung vorzunehmen. Und das ist offensiv und zukunftsausgerichtet. Also das ist vielleicht ein Aspekt, der noch einmal ein bisschen in die Differenzierung beiträgt zwischen wie gehen wir im öffentlichen Sektor im Kern um, wie gerade dargestellt, und wie müssen wir auf der Ebene umgehen, strategisch uns positionieren, wenn es um den Dachraum und um Europa geht. Damit komme ich zusammenfassend zu den zentralen Perspektiven noch einmal
verdichtet, also digitale Souveränität sicherstellen durch hohe Handlungs- und Gestaltungskompetenz der öffentlichen Verwaltung. Also das ist das zentrale Element von der Regulierung bis zur Nutzung aller vorhandenen Technologien, durchaus mit kritischer Betrachtung, aber vielleicht auch mit einer kritischeren Analyse, wo haben wir tatsächlich unsere Limitierungen und nicht reflexartig alles in den Bereich hoch und somit Eigenerstellung schieben, sondern viel stärker auch was können wir zukaufen. Eigene Prozesse, Technologien kennen, ich glaube, das ist, da bietet unser Modell, glaube ich, eine ganz, ganz gute Orientierung. Und dazu haben wir auch fast etwas spielerisch, wo man seine eigene digitale Souveränität austesten kann. Also die Technologien und Bedeutungen kennen der eigenen Prozesse, Abhängigkeiten und dann Interdependenzen feststellen, Kosten-Nutzen-Verhältnisse bewerten, Bandbreite der Instrumente nutzen und vor allem Management, wie gesagt, der Interdependenzen. Kritische Analyse der Leistungstiefe, ich habe schon angesprochen, aber vielleicht nochmal hervorgehoben, mit dem Ziel der Standardisierung und nicht, es ist alles hochkritisch und gleich, also hochkritisch und eine hohe Spezifität, weil wir damit auch in eine gemeinsame Leistungserbringung gehen können, in Shared Services gehen können. Absicherung der Orte muss man natürlich schon auch absichern. Also sowas ist es nicht gemeint, aber wenn ich die Datenflüsse gesichert habe, dann sind sie ja vielleicht auch gesichert innerhalb des Ortes und damit haben wir kann man über neue Konzepte dann nachdenken oder Konzepte, die vielfach schon etabliert sind. Ich möchte nur herausstreichen, dass das doch eine maßgebliche Verschiebung ist. Geopolitische Perspektive, Datennutzung sicherstellen, europäische Datenräume als Basis für Forschung, Innovation, für wirtschaftliche Prosperität und gesellschaftliche Kohärenz. Das ist jetzt nicht so explizit vorgekommen, aber so ein bisschen schimmern natürlich immer die Daten durch und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Element, ja, und Schlüsseltechnologien für die nächsten zehn Jahre identifizieren und für diese eine hohe europäische, westliche und nachdem wir jetzt starke geopolitische Veränderungen haben und vielleicht auch europäische, westliche und demokratisch damit ist gemeint, im Verbund mit westlichen demokratischen Ländern eine hohe Fertigungstiefe sicherzustellen und Europa und der europäischen Binnenmarkt als Hebel zur digitalen Souveränität von Innovation bis Regulierung nutzen. Und damit bin ich durch mit den Inhalten. Ich hoffe, ich habe das eine oder andere, weil das Thema ist ja schon wirklich sehr intensiv diskutiert worden, ich hoffe, ich habe den einen oder anderen Aspekt Ihnen mitgeben können, eine Idee mitgeben können, vielleicht auch durch eine Provokation, wo Sie sagen, das sehe ich natürlich ganz anders und das, so soll es ja auch sein, sodass wir, angeregt ins Wochenende dann gehen können und darüber vielleicht auch reflektieren über den einen oder anderen Punkt. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich ein paar Worte als Grußwort sagen darf in meiner Funktion als Vorsitzende des Digitalrats. Bildungsangebote rund um wichtige digitale Themen waren uns im Digitalrat immer und stets ein großes Anliegen. Denn Sie sind es ja, die Veränderungen und die Gestalten, die Herausforderungen managen müssen. Und hier Angebote zu machen, um sich über die Themen zu informieren und auf dem neuesten Stand zu sein, ist dabei essentiell wichtig. Das heutige Thema der Ringvorlesung ist digitale Souveränität. Das ist ein Thema, das uns in 2021 als thematischer Schwerpunkt im Digitalrat sehr beschäftigt hat. Warum? Nun ja, mit der Bedeutung von Digitalisierung hat auch die Bedeutung der zugrunde liegenden Technologien natürlich zugenommen. Denn die Technologien, also insbesondere Halbleiter, aber auch Software und Daten, sind letztendlich die Rohstoffe der Digitalisierung. Und wie Rohstoffe werden sie in der derzeitigen und schon länger andauernden geopolitischen Lage zunehmend politisiert. Ja, sie werden systematisch als Machtfaktor eingesetzt, muss man sagen. Beispiele: bekommt man noch Zugang zu solchen Technologien? Wir sehen das, die USA hat ganz klar das erklärte Ziel, dass China immer mindestens eine, wenn nicht sogar gar zwei Halbleitergenerationen zurück sein soll. Also kein Zugang oder jetzt auch Russland ist der Zugang verweigert zu bestimmten Technologien im Rahmen der Sanktionen. Aber auch wie Technologien eingesetzt werden. Also Beispiel hier wieder China digitale Seidenstraße, wo sehr systematisch die chinesischen Technologien, Mobilfunk, aber auch Überwachungstechnologien, also Software eingesetzt werden, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, um das chinesische Modell zu exportieren.
Dazu parallel gibt es noch eine weitere Entwicklung, nämlich Big Tech als Non-State Actor. Das heißt, die großen amerikanischen, insbesondere amerikanischen Technologiefirmen, die ihr Geschäftsmodell so umfassend gemacht haben, dass sie eine solche konzentrierte Macht haben in Form von Finanzen, aber auch Gestaltungsmacht. Wir denken nur an Betriebssysteme oder auch die vertikale Integration der Cloud-Provider, wo sie also auch Daten mit integrieren, dass sie im Grunde Non-State Actors geworden sind. Oder sehen wir auch Twitter, die ganzen Kommunikations-Social-Media-Plattformen. Da versucht die Europäische Kommission mit DSA, DMA als Regulierung entgegenzutreten. Aber das ist ein großes paralleles Feld, wo wir sehen, welche Bedeutung, auch politische Bedeutung, inzwischen Technologien haben. Bringt mich zum eigentlichen Thema digitale Souveränität. Lassen Sie mich es kurz definieren. Wir haben es so definiert, dass es um Wahlfreiheit geht. Es geht darum, die digitale Transformation so zu gestalten, wie wir es als Gesellschaft mit unseren Werten, mit dem, was uns wichtig ist, ausgestalten wollen. Und deshalb ist Zugang zu Technologien, damit man Wahlfreiheit hat, insbesondere in Krisenzeiten so wichtig. Es gibt verschiedene Hebel, um zu digitaler Souveränität zu kommen. Und lassen Sie mich dabei nochmal betonen, es geht mir nicht oder uns nicht um Autonomie oder Autarkie. Das ist etwas anderes. Das glauben wir ist auch gar nicht zu erreichen und auch nicht erstrebenswert. Aber Souveränität heißt Wahlfreiheit auch in Krisenzeichen. Welche Hebel gibt es? Zum einen natürlich Technologien selber. Und da muss man wahrscheinlich Schicht für Schicht des Technologiestacks durchgehen. Eine wichtige Prämisse, die wir rausgearbeitet haben, ist, dass es soll nicht nachgebaut werden. Das macht keinen Sinn, sondern möglichst dann in Innovationen investieren, die dann direkt die nächste Generation sind. Siehe Halbleiter, also so zu investieren, dass das Ökosystem möglichst eins der Zukunft ist, mit kleinen Strukturen, aber auch ein Ökosystem, das zum Beispiel Industrial IoT, also wie kommt eigentlich Fertigung, Robotik in die nächste Generation oder auch mobiles Fahren, dass hier die Entwicklung stattfindet von Innovationen. Und damit wir sozusagen auch in diesen Bereichen, das haben wir zurzeit nicht, wieder einen Platz am Tisch haben. Man muss nicht alles besitzen, aber man braucht einen Platz am Tisch, dass die Leute auch was von einem selber wollen. Das bedeutet aber ein Umsteuern für die Politik. Und das ist mit dem European Chips Act gerade passiert. Nämlich, wir müssen Industriepolitik völlig neu definieren. Da geht es viel weniger um Arbeitsplätze, sondern vielmehr um Innovation. Also Industriepolitik ist Innovationspolitik, ist auch Sicherheits- und Geopolitik geworden. Das ist ein völliges Umdenken, eine völlig neue strategische Dimension. Das heißt nicht immer, dass das gut ist, aber ich fürchte, das ist die neue Weltordnung, in der wir leben. Neben Technologien selber sind ganz wichtig vor allem Kompetenzen. Wir brauchen technologische Kompetenzen, wir brauchen Beurteilungskompetenzen und die brauchen wir auch insbesondere im öffentlichen Sektor. Denn dort wird ja Industriepolitik ausgestaltet, dort wird Regulierung ausgestaltet und dazu braucht es Bewertungskompetenz von Technologien. Was ist eigentlich der Unterschied von verschiedenen Open RAN Standards und welche Agenda verfolgt genau Intel darin? Das sind wichtige, tiefe technologische Fragen, die zu beurteilen sind. Oder was ist der unterschiedliche Ansatz von Intel und TSMC in der Halbleiterproduktion? Dritter Hebel, also Technologie, Kompetenzen, ist Europa, ganz klar. Wir brauchen den digitalen Binnenmarkt, damit Lösungen, die hier entwickelt werden, dass die dann auch skalieren, damit wir den Markt dafür haben, damit wir konkurrenzfähig sind, auch mit den USA, auch mit anderen Regionen, insbesondere China. Wir brauchen diese Skalierung, damit wir eben hier Lösungen entwickeln, die dann exportiert werden sollen, auch wieder um diesen Tisch am Platz zu haben. Und das andere ist, dass wir natürlich gemeinschaftlich überlegen müssen, wo wir aus welchen Unsouveränitätsbereichen rauskommen. Denn nicht ein Land kann Autarkie oder Autonomie anstreben. Wir müssen das gemeinschaftlich machen. Und da führt in meinen Augen kein Weg dran vorbei, dass wir das in Europa hinkriegen. Vielleicht zum Abschluss. Wir bekommen ja gerade alle schmerzlich mit, was es bedeutet, unsouverän zu sein. Die Abhängigkeiten vom russischen Gas. Und somit sind wir nicht frei zu entscheiden, wie wir mit Russland umgehen. Und das ist schmerzhaft. Und deshalb geht es darum, Souveränität möglichst schnell wiederherzustellen. Das ist ein wichtiges Ziel. Das gilt genauso neben der Energiepolitik auch für Digitalisierung. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ja auch viel Spaß und gutes Gelingen der Ringveranstaltung. Viel Spaß mit Peter Parizek und Ihnen allen auch ganz persönlich alles Gute für Ihre berufliche und Ihre private Zukunft. Vielen Dank.